Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Lena ist wieder da. Vor ein paar Minuten landete die Siegerin des Eurovision Song Contests in Deutschland. In Hannover bereiteten ihr jubelnde Fans einen triumphalen Empfang. Die 19-Jährige hatte vergangene Nacht mit ihrem Hit Satellite vor den Augen von rund 125 Millionen Fernsehzuschauern in ganz Europa abgeräumt. Insgesamt holte sie in Oslo 246 Punkte. Nieselregen in Hannover und trotzdem, ihre Fans sind schon da. Sie warten seit 2 Stunden auf Lena Meyer-Landrut, die in diesen Minuten mit dem Flieger aus Oslo zurückerwartet wird. Aber es war klar, dass sie gewinnt. Das war ganz klar. Gestern Nacht war es der 19-Jährigen souverän gelungen, den Titel des Eurovision Song Contests nach Deutschland zu holen. Mit ihrem Siegertitel Satellite setzte sie sich deutlich an die Spitze und überzeugte ganz Europa mit ihrem Song und ihrer Ausstrahlung. Anders als viele ihrer Konkurrenten verzichtete Lena auf eine aufwendige Bühnenshow und blieb so, wie sie nun mal ist, frech, fröhlich, ganz sie selbst. In vielen Städten in Deutschland wurde auf öffentlichen Plätzen mitgefiebert. Wie hier in Hannover drückten Zehntausende Fans ihr die Daumen. Gegen Mitternacht war dann klar, von fast allen Ländern gab es Punkte. Damit hatte Lena es geschafft und sich ganz nach vorne an den ersten Platz gesetzt. Lena galt zwar von Anfang an als eine der Favoritinnen, doch viele rechneten lediglich damit, dass sie unter die ersten 10 kommt. Nach 28 erfolglosen Grand Prix-Jahren wäre selbst das ein Sieg gewesen. Freudentaumel hinterher, nicht nur in Oslo, auch in Deutschland. Autokorsos durch die Stadt. Bis tief in die Nacht feierten die Fans ihre neue Popkönigin aus Hannover. Und zu Lenas Sieg gibt es heute im Ersten weitere Sondersendungen um 5:15 und heute Abend um 21.45 Uhr. Knapp 6 Wochen ist die Explosion der Ölplattform Deep Horizon her. Seitdem fließen kontinuierlich große Mengen Öl in den Golf von Mexiko und bedrohen immer stärker die Küstengebiete im Süden der USA. Hoffnungen, dass die Umweltkatastrophe ein baldiges Ende findet, haben sich aber erneut zerschlagen. Der Ölkonzern BP scheiterte mit dem Versuch, das beschädigte Bohrloch mit Schlamm zu verschließen. Die austretende Masse am Meeresgrund ist wieder dunkel, fast schwarz. Deshalb hatten Experten bereits beim Anblick der jüngsten Unterwasserbilder befürchtet, es tritt vor allem Öl aus und nicht der Spezialschlamm von BP. Dann auch das offizielle Eingeständnis des Einsatzleiters, die Operation Topkill ist gescheitert. Während der vergangenen 3 Tage haben wir fast 5 Millionen Liter Schlamm eingepumpt. Wir haben mehrere Versuche unternommen, den Austritt des Öls zu stoppen. Wir haben nach jedem Versuch die Lage analysiert. Wir haben auch Müllreste hineingeschossen, um das Loch zu verstopfen. Aber es ist uns nicht gelungen, das Öl zu stoppen. Der Konzern will nun zunächst versuchen, erneut eine Kuppel auf das Leck am Meeresboden zu stülpen, um das Öl aufzufangen und nach oben zu pumpen. Ein ähnlicher Versuch war bereits einmal gescheitert. Mindestens 4 Tage kann dieser neue Anlauf dauern, sagt BP, und man könne nicht garantieren, dass es klappt. Wir werden weiter kämpfen, aber die Herausforderung ist auch das Wetter. Bald beginnt die Hurrikansaison, deshalb werden wir in Zukunft noch sehr viel aggressiver arbeiten müssen. Sollten auch die nächsten Versuche scheitern, könnte bald noch mehr Öl an die Küste gespült werden. Denn dann kann nur noch die sogenannte Entlastungsbohrung das Öl stoppen. Bis die fertig ist, dauert es allerdings noch knapp 3 Monate. Es hat also wieder nicht geklappt, das Loch jetzt zu stopfen. Florian Barth in Washington, was sagen die Amerikaner dazu?
Die sind wirklich sehr enttäuscht. Viele hatten in den letzten Tagen die Bilder der Unterwasserkameras verfolgt und wirklich gehofft, dass es diesmal funktioniert. Umso größer ist natürlich jetzt der Frust, vor allem bei den Menschen, die an der Küste des Golfs von Mexiko leben, weil die um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. Auch US-Präsident Obama hat heute gesagt, er sei wütend über diese Nachricht. Diese Nachricht sei herzzerreißend und er werde jetzt weiterhin alles tun, um diese Ölpest zu bekämpfen. BP will das ja tun, hat einen neuen Versuch angekündigt. Wie erfolgversprechend ist denn der? BP hat noch keine Schätzungen abgegeben, wie erfolgversprechend er sein könnte. Es wird nur immer wieder gesagt, dass man das in so einer Tiefe von 1500 Metern noch nie ausprobiert habe. Und Experten sagen auch, dass es durchaus Risiken gäbe, denn dabei muss ja eine Steigleitung durchgesägt werden, bevor diese Kuppel aufgesetzt wird. Und dabei besteht eben die Gefahr, dass noch mehr Öl austritt als ohnehin schon. Und kurz auch noch dies, jetzt kommen ja die Hurricanes in die Region. Was heißt das für die Rettungsarbeiten? Das bedeutet, dass es immer schwieriger wird, für die Einsatzkräfte aufs offene Meer hinauszufahren mit den Schiffen, um dort das Öl von der Wasseroberfläche abzuschöpfen. Und es gibt eine weitere Gefahr. Hurricanes schieben immer eine Flutwelle vor sich her. Und wenn die mit Öl getränkt das Land trifft, dann könnte es für die Küste noch einmal schlimmer werden. Vielen Dank nach Washington. Florian Barth war das. Und wir gehen jetzt noch mal nach Hannover zu Lena. Gerade ist sie gelandet, wir haben es gehört. Zurück in Deutschland bei ihren Fans. Larissa Scheler ist auch am Flughafen. Wie ist der Empfang? Wie erleben Sie das? Ja, der Empfang ist natürlich überwältigend. Die Fans, die hierher gekommen sind, die fingen sofort an zu johlen, an zu klatschen. Die rufen auch immer wieder Lena, Lena. Und als die Tür aufging vom Flugzeug, da ging hier natürlich ein Raunen durch die Zuschauer. Lena stand gleich als Erste in der Tür zusammen mit Stefan Raab. Beide hatten eine Deutschlandfahne hochgehalten. Und sie trug auch, ich will nicht sagen eine Art Lorbeerkranz, aber es war ein schwarz-rot-goldener Blütenkranz. Und es ist einfach so, ich glaube, das Protokoll verzögert sich auch heute, weil sie kommt hier vom Flughafen einfach nicht weg. Also es ging kreuz und quer übers Rollfeld, dann ging es zuerst zu einem Polizeiauto, da fragte man sich, was macht sie zuerst da? Aber dann griff sie sich ein Megafon und sprach die Fans hier an, bedankte sich, dass die so zahlreich erschienen sind. Dann ging es wieder Richtung roter Teppich, der mittlerweile schon wieder eingerollt wurde. Dann ging es die Gangway wieder hoch, damit die Zuschauer sie besser sehen können. Und auch jetzt ist es so, dass der Autokonvoi, das sind so 12 dunkle Limousinen, die hier warten und eigentlich abfahrbereit sind, nicht weiterkommen, weil das erste Auto eben das, was mit Lena Meyer-Landrut besetzt ist, immer wieder anhält und sie steigt auch immer wieder aus und zeigt sich ihren Fans. Und das finden die natürlich toll, weil die auch seit zwei Stunden hier schon warten und dafür einfach auch sehr viele Bilder von Lena sehen können. Ja, für diese Schilderungen vom Flughafen in Hannover. Vielen Dank, Larissa Scheler. China bemüht sich um Entspannung im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Konflikte zu vermeiden und Ruhe zu bewahren sei jetzt am wichtigsten, sagte Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao nach Gesprächen mit seinen Kollegen aus Südkorea und Japan. Peking ist der wichtigste Verbündete der international isolierten nordkoreanischen Regierung. Pyongyang wird für den Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffs verantwortlich gemacht. So sieht Kriegsangst in Südkorea aus. Demonstranten warnen vor den Raketen aus Nordkorea am Rande des Dreiergipfels. Plakative Botschaften, während drinnen vorsichtige Diplomatie betrieben wird. Beim Treffen mit den Regierungschefs von Japan und Südkorea wollte Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao hier rechts sich nicht auf Kritik an Nordkorea einlassen. Den Verbündeten Pekings erwähnte er nicht einmal mit Namen. In der aktuellen Lage, so der Ministerpräsident, müssen wir die Spannungen verringern und einen Zusammenstoß vermeiden. Zusammenstöße wie diesen, die Versenkung des südkoreanischen Patrouillenbootes Chonan, war nach dem Urteil einer internationalen Untersuchungskommission ein Werk des Nordens. Südkorea will den Vorfall vor den UN-Sicherheitsrat bringen, doch eine Verurteilung Nordkoreas wird wohl am Veto Chinas scheitern. Nordkorea zeigt unterdessen mit Massenaufmärschen Entschlossenheit. Unser Volk ist voller Feindschaft und Wut, so ein hoher Parteifunktionär heute. Denn die Versenkung des Schiffes sei nur eine Inszenierung des Südens gewesen. Erst am Freitag hatte Pyongyang kundgetan, dass jederzeit ein Krieg mit dem Süden ausbrechen könne. Rund 1100 Helfer sind im Einsatz, um die Deiche in Brandenburg zu sichern. Bislang mit Erfolg. Das bislang zweithöchste Oder-Hochwasser ist unter Kontrolle. Die Deiche halten. In Frankfurt-Oder sinkt der Pegelstand wieder. Der Scheitelpunkt der Flutwelle soll bald Garz erreichen. In Küstrin an der Wartemündung ist der Höchststand offenbar auch noch nicht erreicht.
Hier in Küstrin, nördlich von Frankfurt, blicken die Anwohner jetzt gespannt auf die Oder. Das Wasser steigt immer noch stetig an. Bei 6,16 Meter stand am Mittag der Pegel 3,5 Meter über Normal. Ob das bereits der Höhepunkt ist, will niemand vorhersagen. Die Lage sei angespannt, aber nicht dramatisch, heißt es aus dem Katastrophenschutzzentrum des Landkreises. Wir müssen natürlich die Lage beobachten und auch die Witterungsverhältnisse im Oberlauf der Oder. Es kommt ja noch mal eine Welle nach. Und für uns wird sich alles entscheiden, wie sich die Hochwasserwellen aufbauen, ob sie nacheinander kommen oder vielleicht sich auch noch mal potenzieren. Aber das sind alle Dinge, die in den nächsten Tagen passieren werden. Sorge bereitet im Moment auch die Gefahr eines Deichbruchs auf der polnischen Seite in der Nähe von Korzrin. Hier wird bereits das ganze Wochenende an der Stabilisierung der Dämme gearbeitet. Unsicher ist auch noch, welche Auswirkungen es haben wird, wenn voraussichtlich Anfang nächster Woche der Hochwasserscheitel der Warte aus Polen nördlich von hier auf die Oder trifft. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Hochwasserexperten nicht davon aus, dass dies die Situation weiter verschärfen wird. In Frankfurt-Oder gilt mittlerweile nicht mehr die höchste Alarmstufe. Die Lage hat sich etwas entspannt. Die Pegelstände sinken leicht. Das gilt auch für die Hochwassergebiete südlich der Oderstadt. Dort könnte allerdings der angekündigte Regen neue Probleme bringen. Eine Meldung vom Boxsport-Profi Vitali Klitschko bleibt Weltmeister im Schwergewicht. Der 38-jährige Ukrainer hat in der vergangenen Nacht in der Gelsenkirchener Fußballarena den Polen Albert Sosnowski durch technischen K.O. in der 10. Runde besiegt. Es war Klitschkos 6. erfolgreiche Titelverteidigung als Champion des Weltverbandes WBC. Und an dieser Stelle jetzt noch die Wettervorhersage. Am Alpenrand muss mit ergiebigem Dauerregen gerechnet werden. Schuld daran ist das Tief über dem östlichen Mitteleuropa. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Außerdem sorgt das Tief dafür, dass kühlere Luft zu uns strömt. In der Nacht regnet es vor allem in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in den östlichen Mittelgebirgen. An den Alpen unwetterartiger Dauerregen. Auch am Tag regnet es hier und da kräftig und länger in den Mittelgebirgen sowie im Nordosten und an den Alpen. In der Nacht bei Schauern und Gewittern sowie in den östlichen Hochlagen Sturmböen, tagsüber dann auch an der Ostsee. Heute Nacht 5 bis 11 Grad, am Tag dann 9 Grad im Allgäu und 19 Grad an der Ems, wo es auch mal auflockert. Am Dienstag ist es in der Westhälfte meist freundlich, sonst viele Wolken und es regnet hier und da. Am Mittwoch in der Osthälfte mitunter kräftiger Regen, Richtung Westen ist es freundlich. Am Donnerstag im Süden und Osten dichte Wolken und mancherorts Regen, sonst scheint häufig die Sonne. Und das war die Tagesschau. Die nächste Ausgabe folgt um 17 Uhr. Ihnen noch einen guten Tag, auf Wiedersehen.